Die Krawatte ab und dem Applaus entgegen. Der Parteivorsitzende scheint erleichtert. Zuvor eine fast einstündige Rede, auch mit einem Eingeständnis. Ja, er, der Spitzenkandidat, habe es nicht geschafft, die Wahl zu gewinnen. Einer der Fehler, die Personalie Elke Twesten. Ich räume auch eines ehrlich ein. Die Art und Weise und die Kommunikation des Übertritts einer Abgeordneten von den Grünen zu uns war ein Fehler. Das hat auch bürgerliche Wähler verunsichert. Dann aber ins Heute, das Gute, wie es Althusmann beschreibt. Die Hälfte des Kabinetts von der CDU, die wahren Leistungsträger dieser großen Koalition. Eine SPD und ein Ministerpräsident, mit denen man koaliere, aber nur auf Augenhöhe. Andere politische Optionen, die gäbe es für die CDU Niedersachsen nicht. Es gibt eben in der AfD nicht nur Biedermänner, es gibt auch Brandstifter. Und auch eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD bleibt für mich ausgeschlossen. Unser Anliegen ist es, diejenigen, die Konservative sind, die sich ganz klar auch zum Grundgesetz bekennen, wieder zurückzuholen und die Themen zu besetzen und wieder zu besetzen, die diese Menschen bewegen. Wir sind auch die stärkste kommunalpolitische Kraft. Also insofern diesen Anspruch, den Bernd Althusmann heute formuliert hat, dass wir die Niedersachsen-Partei sind, den kann ich unterstreichen. Dann die Vorstandswahlen. Spannend der Blick auf den Parteivorsitzenden Bernd Althusmann. Sein Ergebnis, würde es die Quittung für das schlechte Wahlergebnis 2017 oder Rückenstärkung für die nächsten zwei Jahre? Das Resultat 83%. Zum Vergleich, SPD-Chef Stefan Weil bekam jüngst 94%. Ich bin zufrieden. Sicherlich, man wünscht sich immer ein besseres Ergebnis. Aber es war mit Blick auf eine verlorene Landtagswahl und sicherlich auch den ein oder anderen Fehler, den wir während der Wahl gemacht haben, am Ende ein ehrliches Ergebnis. Es ist ein ehrliches Ergebnis. Manche Leute mögen einen, manche Leute mögen einen nicht. Hat einen guten Job gemacht und der wird in den nächsten zwei Jahren also daran arbeiten, dass beim nächsten Mal 95% stehen. Bin ich fest von überzeugt. Das verstehe ich nicht, warum es 83% nur geworden sind. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es mehr werden. Gruppenfoto mit den Gewählten wie immer nach der Wahl. Morgen Fortsetzung des Parteitages. Nach den Personalien heute sind dann Inhalte und Themen.